Ja, Xalaba probiert jetzt einfach mal alle Hebel durch. Das heißt, das kann ein Moment dauern. Das Licht ist fort. Die Falle ist entschärft. Kommt jetzt! Besucher. Bleibt eine Weile. Bleibt für immer. Ja, wie gemein er zu denen ist. So. Kümmern wir uns zuerst um die beiden hier oben. Bevor wir uns um die beiden hier unten kümmern. Durch die Uhrwerkhallen, durchquert die Halle der Augen. Durchquert die seltsame Halle der Augen, ja. So. Gut, wie machen wir das am besten? Ja, dass sich das auch immer bestätigen muss, das ist das Nervige daran an der Sache. So, versuchen wir es erstmal so. Ah, fast.
Na, nicht ganz so, wie ich es wollte. Wenn ich jetzt den, dann gehen die beiden aus. Die beiden gehen an. Wenn ich den umlege. Wenn ich den noch dazu umlege, dann sind die drei an. Ja, so passt es aber auch nicht ganz. Au, oh, aber so passt's. So, dann die beiden. Den und den. So. Das war Nummer Uno. Den und den erstmal. Dann den vielleicht. Den vielleicht. So. Ja, das ist richtig. Ja, das ging schneller diesmal. So. Gut. Das heißt, ich kann jetzt da drin die Gruften zusammenhauen. Oh Mist, und ich habe vergessen, meinen Schatzbrief zu verkaufen. Kein Problem, können wir gleich machen gehen. Ja, der Kopf ist hohl, aus einem Schacht, der in die Tiefe führt, dringt in einen regelmäßigen Abständen unterbrochener Luftschwung aus dem Mund. Die Mundraum des Steinkopfs wirbelt die Luft, erzeugt ein seltsames Rauschen. Im Inneren des Mundraums sieht eine Zunge, die vom Luftstrom bewegt wird. Dem Rauschen des Luftstroms lauschen. Narr! Ups. Narr! Dein Tod ist gewiss. Ja, die Steinzunge herausnehmen. Steinzunge herausgenommen. Dem Rauschen lauschen. Es sind keine verständlichen Laute zu hören. Ja. Okay, jetzt also nochmal zurück zum Zirkusviertel. Unseren Schatzbrief mal eintauschen und einen neuen holen. Keine schlechte Idee. Ja, da hatte gerade irgendwas nicht gestimmt.
Ja, und ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich mir den Ring kaufen sollte. Also im Kolosseum. Ja, jetzt aber erst beim Pyria-Zirkusviertel. Habt ihr schon gehört? Der Rabenpass wurde wieder geöffnet. Die Untoten sind vertrieben worden. Jetzt kann in den Bergen wieder Adamantinum abgebaut werden. Was natürlich bedeutet, dass der Preis erheblich gesunken ist. Ihr bekommt es jetzt viel günstiger. Der Preis für... Ja. Wie viel ist mein Schatzbrief inzwischen wert? Euer Schatzbrief hat die höchste Zins... Okay. Ich möchte verkaufen. Hier ist euer Geld. Ich möchte... Sehr gern. So. Jetzt habe ich einen neuen Schatzbrief schon mal. Und habe jetzt... sicherlich genug Gold. Sehr viel Gold sogar. Um mir den Ring zu leisten. Naja, den Ring hätte ich gerne. Blutband ist nicht schlecht, aber hier hätte ich gerne den besseren Ring. Willkommen im Kolosseum! So, der Ringhändler war da oben irgendwo. Außer ich habe jetzt einen besseren Ring. Zufällig eingesammelt. Neueröffnung, kommt her und staunt! Nicht wirklich. Warst du der Händler mit den Ringen? Ja. Leichte Rüstung, schwere Rüstung, 16. Würde es sogar noch einen geben. Das würde dann... wäre dann ein Grund, wenigstens auf 16 zu gehen. Ja, den 15er wollten wir, nicht den hier. So. Das heißt, ich kann den anziehen. Und du könntest den tragen. Der Weltenring ist nicht schlecht. Nehmen wir das Altherz mal raus. Vergeben das Altherz. Na, sie kann das halt jetzt gar nicht tragen. Ausdauer, Wendigkeit, Intelligenz. Ja, das da. Und dafür kriegst du das Siegel der Ewigkeit. So. Gut, jetzt können wir in die Uhrwerkhallen zurück.